Menschen mit Behinderung finden Unterstützung. Mehr als 300 Besucher zog es heute in das Plauner Jobcenter, wo man zum Informationstag für beeinträchtigte Menschen einlud. An verschiedenen Ständen konnten sie sich nicht nur zu den finanziellen Fördermöglichkeiten des Jobcenters beraten lassen. Außerdem konnten sich die Menschen mit Handicap zu Gleichstellung, Schwerbehindertenausweis und Grad der Behinderung informieren. Heute für die Veranstaltung war uns wichtig, dass viele Partner vor Ort sind, dass vielfältige Beratungsmöglichkeiten sind, also quasi Angebote, die sonst nicht im Haus sind und die Menschen sich an einem Tag rundum informieren können, sei es über den Schwerbehindertenausweis, sei es hier drüben dann über Arbeitsplatzausstattungen und Hilfen, sei es über den kommunalen Sozialverband, wo nochmal Fördermöglichkeiten bestehen. Also das war uns heute sehr wichtig. Das Jobcenter Vogtland öffnet seit 3 Jahren am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung seine Tore. Den Beeinträchtigten soll mit dem Informationstag der Schritt in die Arbeitswelt erleichtert werden. Dabei sei jede Beratung individuell auf den Besucher angepasst, so Michael Neudel.